Der erste FCN wurde am Donnerstag, den 29. Juni 2023 nach Herzogenaurach in die Adidas Arena eingeladen. Dort konnten die Fans von ihrem Club das öffentliche Training bewundern. Hallo zusammen, wie ihr seht, sind wir heute beim Training hier in Herzogenaurach bei Adidas und neben mir der Herr Golden, ehemaliger Clubspieler. Kein guter, aber ich habe ein paar Spieler. Ja, und heute der Chef, sag ich mal, von Adidas. Das stimmt. Was ist denn die größte Herausforderung, wenn man heute mal beim Clubtraining zuschaut? Ach, das weiß ich nicht. Die Spieler, die hier auf dem Platz sind, die haben so ein schönes Leben. Ne? Ich wollte viel lieber da draußen sein als Chef bei Adidas. Ich meine, Profispieler zu sein, guck mal den Rasen, guck mal das Wetter, muss ein Traum sein. So, ich weiß gar nicht, was die Herausforderung ist. Die sollen die Training genießen und in Form kommen, sodass wir wieder gut Fußball spielen. Es ist ja auch wichtig, dass Adidas, sag ich mal, für die Mannschaften da sind, aus der Region. Was ist für Sie, oder was war der Anspruch, dass man sagt, wir unterstützen den Club mit Adidas? Ja gut, das haben Sie ja gemacht vor mich. Also da nehme ich nicht die Ehre. Aber Sie haben recht, ich meine, Adidas soll lokale Mannschaften in allen Sportarten, sagen wir, unterstützen. Und dann ist es ja klar, dass der Club ist einer. Ich meine, also, ich glaube, da stellt sich gar nicht die Frage, das muss man machen. Und was sind so die Wünsche so für die nächste Saison? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, als Fan oder als CEO von Adidas, was ist der Unterschied? Gibt es da Unterschiede, wo man sagt, als persönliche Person, privat, wünsche ich mir, dass der Club da und da landet oder auch als Geschäftsmann? Na gut, also ich glaube für die Region, dass der Club wieder aufsteigt, ist sehr wichtig. Ich habe immer gesagt, dass ich glaube, das Potenzial, wenn man Zuschauer sieht und Nürnberg-Stadt muss FC Nürnberg in die erste Liga spielen. Und ich glaube, das hoffen wir alle. Und zweitens, glaube ich, ist wichtig, dass der Mannschaft und der Verein wieder ein Profil findet, dass man steht für etwas, ob es Jugend ist oder lokale Spieler oder irgendetwas, weil ich glaube, der Club war lange ohne ein klares Profil, wenn ich das sagen darf. Und rein persönlich hoffe ich, dass der Neuweger, Mats Möller-Daly, dass er eine super Saison hat, weil er kommt ja von meinem Heimatland und das ist ein super Fußballer, den ich glaube, noch viel mehr Potenzial hat, als er gezeigt hat. Okay. In die Kisten rein. Okay, dann würde ich sagen, wir drücken beide den Club die Daumen für die neue Saison und schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Wir können ja tippen. Ich glaube, die werden Zweiter. Und du? Okay, das ist sehr ambitionell. Ich sage mal, unter die ersten 8. Gut, dann wetten wir. Nach dem Training fand dann eine Autogrammstunde statt, die besonders bei den Kindern großen Anklang fand. Perfekt hier. Da kannst du keine, ich kann dir nur, wenn du eine Unterschrift willst, kann ich es nur hier hinmachen. Weil woanders sieht man es nicht. Uns fehlen noch 2 Autogramme von den beiden da hinten und die müssen, glaube ich, nachsitzen. Lass, 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 lass